Und mein Wort ist überfordert, denn ich glaube, kein anderes Wort beschreibt eigentlich unsere Gefühlslage der letzten Jahre akkurater als eben überfordert zu sein, gerade der letzten 2 Jahre. Sei es die viel zu dynamische Corona-Pandemie mit Anspannung, Entspannung, Aussichtslosigkeit, sei es auch jetzt die Invasion der Ukraine, die uns alle wahrscheinlich tief entsetzt und getroffen hat. Die Welt wirkt einfach, als ob sie sich zu schnell drehen würde, als ob sie nie stoppen würde und wir alle fühlen uns ein wenig überfordert. Gerade da kann Fasten und die Fastenzeit eben aber auch Kraft spenden. Nicht nur durch die Besinnung auf den Glauben, sondern einfach auch ganz weltlich. Was ist mir wichtig? Hey, mit wem oder mit was kann ich eben auch nicht ohne leben? Gerade das spendet Kraft, gerade das gibt Geborgenheit, gerade das gibt in dieser überfordernden Welt neuen Mut.